Willkommen zum GIG Sonntagskick, 23. Sonntag im Jahreskreis. Es geht wieder los, Männerwochenenden hier im Kloster Brandenburg. Dieses Wochenende schmieden wir. In der ersten Lesung, Ezechiel, werden wir erinnert, dass die Kirche die Wahrheit verkünden muss. Wir haben dieses Schicksal, ob es uns gefällt oder nicht. Wir werden da gerichtet, wenn Menschen nicht die Wahrheit hören durch uns. Und das muss aber in Liebe geschehen. Römerbrief, heilige Paulus erinnert uns, dass alles in Liebe geschehen muss. Aber was ist Liebe? Und er gibt eine Erklärung dazu, nämlich die 10 Gebote. Es ist die größte Liebe eigentlich, wenn wir Menschen zu Gott führen, zur Wahrheit führen. So, und deswegen im Evangelium erinnert Jesus die Jünger daran, wenn sich jemand versündigt, müsste ihn korrigieren. So, er kann nicht einfach in diesem sündigen Zustand bleiben, weil das um seine Seele geht. Und wenn er sich nicht bekehrt, dann müsste ihn auch rausschmeißen, weil sonst die ganze Gemeinde drauf geht. Ne? Also es geht um diese Atmosphäre des Glaubens, der Liebe, und das braucht eben Regeln. Und dann macht der Schluss auch Sinn, wenn zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind. Das ist nicht einfach irgendwie zusammengewürfelte Leute, sondern Leute aus der Gemeinde, die in der Liebe leben, die in den Gesetzen Gottes leben. Dann kann Gnade fließen. Und dann kann auch, ja, wie ich mal sagen, die Gebete erhört werden. Kann es zu einer Fruchtbarkeit kommen. Und das ist für unsere Gemeinde überhaupt in Deutschland sehr wichtig, dass wir in dieser Einheit leben, dass wir in diese Einheit kommen. Und deswegen ist es auch wichtig, dass wir darum ringen, nicht einfach sagen, okay, Teppich drüber, Hauptsache, wir haben hier keinen Streit. Die Wahrheit braucht teilweise Konflikt. Und deswegen muss die Kirche lösen und binden. Und dazu segne euch und beschütze euch an diesem Sonntag und eure Familien der allmächtige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Das war's hier aus dem Kloster Brandenburg. Nicht vergessen zu abonnieren und zu teilen und für die GIG-Konferenz anzumelden. Wir haben nur noch 70 freie Plätze. Also hoffentlich bis bald.